Und damit herzlich willkommen zu meinen Reingeschaut in Marvel's Midnight Suns. Es sind noch 50 Sekunden, dann geht das Spiel los. Und für diejenigen, die nicht wissen, was Midnight Suns ist, es ist ein Spiel von Marvel, von den Machern von XCOM. Es ist ein Strategierollenspiel. Und ich habe mir die Legendary-Version geholt. Und die möchte ich mir mit euch jetzt angucken. In 30 Sekunden geht's los. Es gibt, wie ihr hier sehen könnt, diese Helden. In der Mitte ist ein neuer Held, der extra für das Spiel erschaffen wurde, den wir steuern, also den, der wir darstellen sollen, namens Hunter. Können wir entscheiden, ob Männlein oder Weiblein. Und es ist halt ein Strategierollenspiel mit Karten kombiniert. Und ihr werdet es ja gleich sehen. Ich bin sehr gehypt auf das Spiel. Und es geht jetzt los. Und schauen wir uns das doch einfach mal an. Hier bei mir, den Doomsday, bei reingeschaut. Let's go. Legen wir los. So, hier müsste jetzt alles startklar sein. Sound ist auch da? Gut. Autospeichern, ja. Ist schon mal gut. Lichtempfindlichkeit. Marvel. Okay. Firaxis Games. Marvel Midnight Suns. Ich hoffe, das Spiel ist nicht so laut. Geh mal kurz nochmal auf Sound. Musik ein bisschen runter machen. So. Video können wir lassen. Schwierigkeit bleibt aber bei normal. So. Alles klar, dann legen wir los mit Marvel Midnight Suns für die PS5 in der Legendary Edition. Let's go. Nochmal, let's go. Tutorial starten, ja, ein Kampagne starten, let's go. Weißt, wie sehr ich diesen Hokuspokus-Unsinn hasse, Faustus. Willst du mir vielleicht mal verraten, was zur Hölle so wichtig ist, dass du... Schlafende Mutter, geheiligte Botin, erwache und hole zurück, was ist dein? Die mit dem Mond in der Dunkelheit aufsteigst, die den Pfad vorbereitet für die Mitternachtssonne. Richte deinen gnadenlosen Blick auf uns und erhebe dich! Hübsche Show, Doc. Hol das nächste Mal Simo dazu. Noch besser, ich erschieß dich einfach und erspare uns den Ärger. Midnight Suns.
Marvel. Bin sehr gespannt auf das Spiel. Sechs Monate später. Rest in love. Ich spüre es, Rox. Ärger in der Luft. Mehr unschuldiges Blut gesellt sich bald zu euch. Zurück in dein Zauberschloss. Du bist hier nicht willkommen. Johnny Blaze, Ghost Rider. Es nennt sich Sanctum. Und willkommen oder nicht, das ist der Ort, zu dem das Schicksal den obersten Zauberer geschickt hat. Dr. Strange, Sorcerer Supreme. Sag dem Schicksal. Die Antwort ist nein. Das ist der geheime Wächter, für den du mich 5000 Meilen weit hergeschleppt hast. Wer ist der Typ? Mr. Stark ist ungestüm, aber ich versichere dir, wir können ihm trauen. Warte, du weißt ernsthaft nicht, wer ich bin? Das Gefüge der Magie verändert sich, Johnny. Die Prophezeiung der Mitternachtssonne steht uns bevor. Dein letzter Kreuzzug hat mich ganz schön was gekostet. Dieses Mal werde ich auf meine Leute aufpassen. Hey, Kumpel, du kapierst es nicht. Dinge verändern sich. 2+2 ist nicht mehr 4. Oben ist manchmal unten. Und Strange hier fängt tatsächlich an, Sinn zu machen. Sehe ich aus wie jemand, den irgendwas davon interessiert? Nein, du siehst aus wie der Rausschmeißer vom Double Deuce. Ich weiß nur, dass die Hölle über uns hereinbricht und mein Kumpel hier sagt, dass du helfen kannst. Da liegst du falsch. Sie bricht nicht herein. Sie ist schon hier. Gern geschehen, Roboman. Roboman. Iron Man. Roboman, Pionier Inventor. Funny. Schon gut. Versteh schon. Und jetzt das Tutorial. Wir nehmen extra den weiten Weg auf uns und der alte Mann rennt mit deiner Seite einfach weg. Er hätte uns wenigstens VIP-Pässe für den Jahrmarkt da lassen können oder auf dem Weg ein paar Monster in die Luft jagen. Johnny Blaze hat schon sehr viel für diese Welt geopfert. Er nimmt sicher mit der Zeit Vernunft an. Hast du nicht gesagt, wir hätten keine Zeit? Okay, bringen wir es zu Ende. Ich habe, glaube ich, Sand in meinem Nanopolymergewebe. Fertig? Kommen wir nun zum Tutorial. Karten ausspielen, so wird gespielt. Es gibt 3 Kartentypen, die Heldenfähigkeiten darstellen, Angriffe, Skills und Heldentaten. Das Ausspielen einer Karte kostet 1 Aktion. Benutze links oder rechts, um eine Fähigkeitenkarte auszuwählen. Drücke X, um die Fähigkeit zu aktivieren, wähle dann ein Ziel aus und drücke erneut X, um die Fähigkeit zu bestätigen. Alles klar. Angriffskarten. Nur für mich so laut oder auch für euch? Ah. Dürfte für euch auch laut sein, ne? Ah, muss doch mal nochmal bei der Option gucken. Also setze Angriffkarten ein, um Gegner Schaden zuzufügen und Heldenmut zu sammeln. Angriffkarten schaden Gegnern. Alle Angriffe gewähren bei Verwendung 1 Heldenmut. Manche Angriffe haben zusätzliche Effekte wie zurückwerfen oder betäuben. So, wir haben hier Angriff, Angriff und nicht genügend Heldenmut. Dann machen wir das. Gehen wir mal auf ihn hier. Ich spare meine Energie, bis wir sie brauchen. Wanted. Was hast du erwartet? Dann machen wir mal den Angriff auf ihn hier. Das wird bestimmt gut. Schlaf dich aus. Muss ich dafür jetzt wirklich die schweren Geschütze auffahren? Heldenmut und Helden... Was? Heldentatkarten. Heldentatkarten sind mächtig und spielentscheidend. Um Heldentatkarten auszuspielen, brauchst du Heldenmut. Tipp, sammle Heldenmut, indem du Angriff- und Skillkarten ausspielst. Alles klar, na, ich habe jetzt 2. Was geht auf alle? Das dürfte nicht lange dauern. Hey, es hat doch funktioniert, oder? Zug beenden. Sobald du deine Karten ausgespielt hast, beende deinen Zug mit nach unten. Erster Sieg. Wir haben ihnen noch nicht den Nerv geraubt. Ich mag es, wenn wir die Lage unter Kontrolle haben.
Schergen und Eliten. Es gibt zwei Gegnertypen. Schergen und Eliten. Schergen haben keine Gesundheit. Jeglicher ihnen zugefügte Schaden besiegt sie sofort. Sie sind zwar zerbrechlich, aber dennoch gefährlich. Elite-Gegner haben hohe Grundwerte bei der Gesundheit. Du musst ihnen mehr Schaden zufügen, um sie zu besiegen. Tipp: Setze Angriff und Heldentatenkarten klug ein. Karten mit hohen Schaden sind möglicherweise vergeudet, wenn du sie gegen Schergen einsetzt. Gut zu wissen. Der Anzug mag ein Wunderwerk der Technik sein, zurückwerfen. Aber gegen die mystischen Künste verblasst er. Gestatte mir, es zu demonstrieren. Ach, ist das jetzt ja ein Wettbewerb? Dann nimm du den Obergruseligen da. Gerne. Manche Karten haben den Effekt zurückwerfen. Richte nach der Auswahl eines Ziels die Richtung des Zurückwerfens mit recht blinkem Stick aus, um potenzielle Aufprallschaden zu sehen. Bestätige die Richtung mit X, um deinen Gegner zurückzuwerfen. Versuche, deinen Gegner in Objekten, Helden oder andere Gegner zu stoßen, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Das ist nett. So, dann nehmen wir mal ihn. Achso. Und... Aber da rechts kann ich nicht. Machen wir es so. Ein Moment zur Vorbereitung. Nett. Ich bin skeptisch, was deine Chancen angeht, aber es sind schon seltsamere Dinge passiert. Machen wir erstmal ihn weg. Wir erledigen das so, wie wir es können. Ich wette, ihr könntet nicht einmal die Sicherheitsleute in meinem Parkhaus schlagen. Okay, nimm mal ihn. Ist er komplett weg. Na schön. Oh, jetzt ist der Gegner dran. Stärkung. Haben sie ihre Truppen verstärkt. Vielleicht gibt es ein Kopfgeld auf Meister der Magie? Zu Beginn jedes Zugs siehst du Heldensymbole über den einzelnen Gegner, an denen du erkennst, wenn diese Gegner angreifen wollen. Entscheide anhand dieser Information, welche Gegner du zuerst besiegen und welche Helden du verteidigen musst. In diesem Fall ist Dr. Strange in Gefahr. Sieh, wie du ihm helfen kannst. Nachdem ich jetzt ihre Aufmerksamkeit habe, ist es vielleicht Zeit für einen Segen. Etwas Schützendes? Ich kann dir helfen. Ein Schild schützt er auch. Im Geiste der Zusammenarbeit... Nehme ich dein Angebot ausnahmsweise an. Nicht der Rede wert. Machen wir es so. Toller Einsatz. Aber bewegen kann ich ihn. Finde ich ihn hier rüber. Warte mal. Nee, ich kann nicht bewegen. Schade. Gewährt einen Verbündeten 20 Blocken. Setze Skillkarten ein, um einen Kampf zu kontrollieren und Heldenmut zu erhalten. Skills bieten mächtige Unterstützungseffekte. Sie können zum Beispiel heilen, Schaden verstärken oder dich neue Karten ziehen lassen. Skills verursachen meist keinen Schaden. Skills eignen sich sehr gut dafür, Heldenmut für einen mächtigen Angriff aufzubauen, da sie mehr Heldenmut als Angriffekarten gewähren. Gut zu wissen. Aber man kommt hier nicht auf Pause, ey. Nervt. Danke, Tony. Helf dir den Rücken. Ich danke dir. Okay. Aber leider kann ich jetzt keine auf ihn hier schleudern. Echt schade. Mach mal ihn. K.O. Schaut zu und lernt, Freunde. Och, das schadet gar nicht. Okay. Ich weiß, dass das nicht ein Standard-Move war. Aber man kann auch wechseln. Gut zu wissen. Sie sind unerbittlich. Haben wir alles geblockt. Eine weitere Runde warmer Körper kommt. Hallo? Wir wollen es aber wissen. Erfolge mehrere Ziele. Wir haben sie wohl wütend gemacht. Hast du dagegen einen Zauber? Ja. Interessant. Ein Zauber und die Haltung des Lebens.
Titanen Eros? Nett. Wenn du das nicht in den nächsten 10 Sekunden hinkriegst, habe ich kein Interesse. Ah. Klar, wieso nicht? Interessante Taktik. Oh, kann man ihn? Ah, schade. Nimm mal ihn jetzt hier noch. Aber der Block bleibt sogar noch. Der bleibt auf Iron Man. Ah, okay. Mach mal ihn weg. Probieren wir es. Achso, schadet ja nicht. Er war doof. Offenbar reicht unser Ruf nicht aus, um diese sogenannten Kinder von Lilith abzuschrecken. Viele Objekte auf dem Schlachtfeld kannst du bei Umgebungsangriffen zu deinem Vorteil nutzen. Umgebungsangriffe kosten zwar Heldenmut, aber keine Aktion. Diese Gratisangriffe sind sehr praktisch, setze sie überlegt für wichtige K.O.s ein. Tipp, versuche mit Hilfe von einem oder mehreren Felsbrocken zusätzliche Gegner auszuschalten. Tipp, Umgebungsobjekte leuchten, wenn mit ihnen in der Nähe befindliche Gegner angegriffen werden können. Oder kann. Wie wär's, wenn wir einen Gesteinsbrocken auf sie werfen, während du über Eros nachdenkst? Mach mal für euch kurz den Sound ein bisschen niedriger, weil das echt laut ist, ey. Ja, nun, ne? Ach, hier. Okay. Nett. Hier ist leider keiner. Nope. Dann sind wir fertig. Wie das Sprichwort sagt, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Und mehr Verstärkung. Wir sind noch nicht fertig. Sind wir bereit, die Welt zu retten? Ich glaube, das war die letzte. Ich bin der noch Single ist. Nett. Nettes Spiel. Definitiv. Ersteindruck gefällt mir schon mal sehr gut. Um ehrlich zu sein, diese Begegnung lief besser als erwartet. Tony, ich messe steigende Gamma-Werte. Genau deshalb sollst du nichts Scharfes essen, Bruce. Und zwar im West Village. In Richtung des Sanktums. Wanda. Die gesammelten Werke der größten Zauberer des Universums. Und er lässt sie unter den Lieferdienstflyern liegen. Ja, diese wechselnden mystischen Polaritäten richten Chaos in meinen Portalen an. Was du nicht sagst. Bist du okay, Kleiner? Scarlet Witch. Ja. Und ihr? Frag mich das später nochmal. Captain Marvel. Ich habe versucht, euch zu erreichen. Er wäre selbst gekommen, aber er... Der große Grüne wäre stolz auf dich. Hydra. Ich sollte wirklich meine Hausratversicherung aufwerten. Miss Maximoff, der Schutzmann, falls es dir nichts ausmacht. Steven, ich kann kämpfen. Ich habe die Kontrolle. Dann zeig es mir, indem du die Barriere aktivierst. Und jetzt zu Ehren unseres abwesenden Freundes ist der Rest von euch herzlich eingeladen, los zu smashen. Ja, die Kämpfe bestreibt man leider nur zu dritt. So, jetzt nochmal kurz auf Option. Das Spiel ist echt laut. Nochmal für euch ein bisschen anpassen. Oh. Deine Chancen stehen immer noch nicht besser. Nicht boah. Schlecht, Karo. Machen wir erstmal. Immer der direkte Weg. Ich mache keine halben Sachen. Außerdem haben wir verrückte Gamma-Werte empfangen von... Ja, das weiß ich. Genau hier.
Das erklärt wohl die Hydra-Schergen und die Schergen. Aber nicht, warum du nicht die Haustür benutzt hast. Können wir vielleicht erst die Bösen besiegen und dann die Etikette für Heldenlandungen erörtern? Sprengen. Mach mal auf. Letzten beiden, ja. Ihn. Das war wirklich hammermäßig. Nachziehen. Benutze Nachziehen, um unerwünschte Karten auf deiner Hand zu ersetzen. Markiere eine Karte, um Nachziehen zu benutzen. Umhalte Viereck, um sie durch eine neue zu ersetzen. Die neue Karte ist zwar zufällig, könnte aber unmittelbar nützlich sein. Tipp, der Einsatz von Photonstrahl, der letzte Karte auf deiner Hand, kostet dich 3 Heldenmut. Du hast aber nur 2 Heldenmut. Versuche die Fähigkeit Nachziehen darauf anzuwenden. Hab ich. Okay. Darfst du gar noch einmal. Schalt mal ihn aus. Aua. Na, mal fertig. Also, langsam nervst du mich. Ja, natürlich, gute Verstärkung. Wer hat hier das Sagen? Setze Manöver ein, um Helden neu zu positionieren und den perfekten Winkel für ein Zurückwerfen, einen Wirkungsbereichangriff oder einen Umgebungsangriff vorzubereiten. Anweisung. Es ist klar, für jeden Zug erhältst du ein kostenloses Manöver. Der aktuell gewählte Held führt das Manöver aus. Tipp, versuche einen Helden in Position zu bringen, um das Sofa auf die gegnerische Einheiten zu treten. Okay. Dahin. Oh. Wen hab ich denn jetzt? Iron Man. Trete das. Kann ich machen. Ja, hier treffe ich wenigstens 2, ja. 3 treffe ich nicht? Nee. Los geht's. Bei der richtigen Karte. Es werden bis zu 5 Karten gezogen, um zu Beginn jedes Zugs deine Hand aufzufüllen. Überleg dir, welche Karte du ausspielst, welche du nachziehst und welche du dir für den zukünftigen Züge aufhebst. Dieses Sofa war mindestens 100 Jahre alt. Können eigentlich erstmal. Nimm die mal weg. Was verdoppelt deinen derzeitigen Heldenmut? Oh, es klappt sogar gerade so. Oh, gerade so, ey. Na schön. Kann ich mit Iron Man eigentlich hier noch was nehmen? Nee. Schade. Na komm, schalten wir die 2 erstmal aus. Hoffentlich ist Hydra gut versichert. Nicht schlecht. Nicht toll, aber auch nicht schlecht. Arm Peter, bringt sich in Position! Ja, dass immer Verstärkung kommen muss, ey. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du bekommen kannst. Nutze, was du gelernt hast, um Hydras Truppen im Sanktum auszulöschen. Wieso tauchen die immer wieder aufs Neue auf? Sie sind überraschend unbarmherzig. Jedenfalls müssen wir Wanda Zeit verschaffen, um die Schutzwanne zu aktivieren. Ich habe ein Manöver. Ah, schade. Würde ich eigentlich Dr. Strange gerne mal... Ups, nein. Wieso habe ich Carol? Ich will Dr. Strange. Hier hin.
Sogar die Mutter der Dämonen ist gelegentlich. Und jetzt nochmal ihn und auf ihn. Ich bezweifle wirklich, dass man dir genug für das bezahlt, was gleich passiert. Ah, in einer Linie. Wirklich beide, jo. Hätte sie bewegen sollen, um gleich drei zu treffen, aber die zwei reichen auch. Du wolltest es nicht anders. Kann man machen. Ich hab keinen Punkt mehr. Nee, doch, eigentlich schon, oder? Ich weiß, dass das nicht dein Standardbuch war. Aber seit dem ersten Tutorial habe ich keine Verteidigungskarten mehr gekriegt. Er hat noch Verteidigung. Ich hoffe, du bist bereit. Wir sind drei der stärksten Helden der Welt, oder? Müsste das dann nicht eigentlich einfacher sein? Ich habe schon zwei Sternenkreuzer mit Blut. Was macht die? Hier stimmt was nicht. Heldentat. Ja, Hydra ist stärker geworden. Und ich habe eine Achso, das ist seine Ulti. Ein endloses Streben nach Reichtum und Macht. Mit einem Hauch von Faschismus. Hydra wird zu spielen. Was immer den Zweck erfällt. Dann ist noch einer. The Iron Man. Machen wir mal ihn hier. Einmal noch. Selber schuld. Haben wir fertig. Können wir mal nachziehen. Manöver hätte ich auch gar noch, aber bringt mir jetzt nichts. Dann Band mal. Wow. Dreimal. Das war's. Ah, so funktioniert das also. Die Barriere. Etwas blockiert sie. Nicht etwas. Jemand. Lilith. Dämonenmutter, Botin der Mitternachtssonne. Prophezeiung oder nicht, heute gehst du zu weit. Den obersten Zauberer in seinem Sand. Sei still! Wie stark! Beweg dich nicht! Was war das denn? Au! Hin! Fort! Nein! Eine weitere Tochter Transias. Du erinnerst mich an mein eigenes Geliebtes. In Virtute Vishanti! Gut gemacht, Miss Maximoff. Deine einzigartigen Energien haben sie überrascht. Mir geht es gut. Was? Mir geht es gut. Die Prophezeiung tritt ein. Lilith ist immer noch da draußen und wird mit jeder Sekunde, die Mitternachtssonne näher rückt, stärker. Definiere stärker. Wenn wir auch nur die geringste Chance haben wollen, sie aufzuhalten, bleibt uns nur eine Option. Ich gehe nicht zurück. Wir alle müssen uns letztlich unseren Dämonen stellen, Miss Maximoff. Allerdings sollte jemand von uns zurückbleiben und die Schutzwanne aufrechterhalten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Irgendwie so ungewohnt, wenn man die ganzen Filmcharakteren gewöhnt ist, also die Schauspieler und dann die hier sieht. Das war schon bei Guardians und bei dem Avengers-Spiel schon merkwürdig. Okay.
das hast du mit Absicht gemacht. Das Gefüge der Magie löst sich auf. Wir alle können uns glücklich schätzen, hier zu sein. Und wo genau ist hier? Salem, Massachusetts. Nun, eine Taschendimension in Salem, Massachusetts. Vorstadt. Herrlich. Willkommen in der Abtei. Heimat der Midnight Suns. Midnight Suns. Ich erkenne da nur Blade. Plätze Hölle. Lilith Dämon Junior Liga. Hey, das ist dieser Spinner aus dem Fernsehen. Welcher? Wenn kurz alle einen Augenblick still sein könnten und. Es reicht. Carrot Taker. Gründerin der Midnight. Du stehst auf meinen Blumen. Lang ist's her, Sarah. Jetzt bitte, Caretaker. Hätte ich diesen Moment vermeiden können, hätte ich es, aber... Ach, erspar mir die Predigt. Ich weiß, dass Lilith zurück ist. Wir sind schließlich Schwestern. Ich nehme an, wir sind auf einmal unsichtbar. Sollen wir plaudern, Steven? Niemand wird bestreiten, dass Hunter sich nach der ersten Schlacht gegen Lilith eine Pause verdient hat. Ich hoffe, Hunter ist der Aufgabe noch einmal gewachsen. Ihr Zauberer lasst alles immer so pathetisch klingen. Ich habe das einzige Kind meiner Schwester zu einer Waffe gegen sie herangezogen. Und die Welt dadurch gerettet. Jetzt willst du, dass ich Hunter ausbuddle und noch einmal darum bitte. Ich habe die Prophezeiung nicht geschrieben. Außerdem bin ich kein gewöhnlicher Grabräuber. Wir vereinen lediglich die Essenz wieder mit dem Körper. Apropos, es wäre dienlich, ein mentales Bild des Vorgangs zu haben. Lass kein Detail aus. Spiritueller Identitätsdiebstahl ist kein Spaß. So, jetzt können wir entscheiden. Männlein oder Weiblein? Mir eigentlich sowas von egal. Wir machen Weiblein. Gesicht. Oh, von mir aus. Hautton. Augenfarbe. Blau. Haare. Was ist das denn? Gibt's noch? Ich glaube, ich nehme die Haarfarbe. Bleiben wir bei. Ja, schwarz sieht das nicht unbedingt aus, aber okay. Ja, nimm mal schwarz. Augenbrauen, nee, die bleiben schwarz. Gesichtsbehaarung, bitte keine. Fertig. Des Lichts und der Dunkelheit, das die Nacht gezähmt hat. Höre die Stimme derer, die dich demütig anflehen und... Das Halsband! Warte! Ein Held, der extra nur für das Spiel erschaffen wurde. Sarah. Wo ist sie? Was Wiedererweckungszauber angeht, ich sah Schlimmeres. Besonders bei mir selbst. Komm schon, Tony. Es ist total sicher. Wenn das Ding aufwacht und dich anknabbert, gib mir nicht die Schuld. Die Besuchszeit ist vorbei. Du kannst hier nicht ewig bleiben. Blade, mein Liebling. Hab gerade Stark hinter der Spiegeltafel rumstochern sehen. Finde mich so, wie Hunter erwacht ist. Und Blade, sei nett. Bin ich immer.
Teil 1, das Erwachen. Eiskalt. Doch mit jedem Atemzug brennt die Luft. War es so lange? Ich kenne diesen Ort. In meinen Träumen war er immer leer. Aber jetzt spüre ich, ich bin nicht allein. Hi, ich spiele die PS5-Version. Du legst einen krassen Auftritt hin. Dann sind wir wohl schon zwei. Du hättest zuschlagen sollen, als es noch ging, Vampir. Viel Zeit, deinen Fehler zu bereuen, hast du nicht. Süß. Und Caretaker meinte, ich soll nett sein. Entspann dich, ich bin ein Freund. Weißt du nur noch nicht. Ja. Ich habe dich mit Sarah gesehen. Zuvor. Aber was will sie mit einem Vampir? Ich heiße Blade. Und bin kein gewöhnlicher Vampir. Du bist wahrscheinlich schon eine Weile raus. Denn du hast nicht gemerkt, dass wir uns hier in der Sonne raufen. Ein Vampir? Daywalker waren sogar für mich ein Mythos. Sagte der monsterjagende Halbmensch, Halbdämon. Oh, es gibt sogar Antwortmöglichkeiten. Du scheinst mich jedenfalls gut zu kennen. Das erklärt dich immer noch nicht. Du hast recht, ich jage Monster. Oh. Tue ich. Und meines Wissens sind Vampire Monster. Wenn du es mit mir aufnehmen willst, nur zu. Aber es gibt für meinen Namen einen Grund. Ich habe sicher mehr Vampire getötet, als dir je untergekommen sind. Wahrscheinlich. Welch Kampfgeist. Kein Wunder, dass Caretaker dich ausgewählt hat. Klar. So gern ich sehen würde, wie schräg dieses Gespräch noch werden kann, wir machen wohl besser weiter. Einverstanden. Die Prophezeiung schreitet voran, das spüre ich. Wir haben hier bereits zu viel Zeit vergeudet. Mann, die anderen werden dich lieben. Anderen? Ja, du hast eine Art Fanclub. Aber die Überraschung verderbe ich dir nicht. Hoffentlich bist du dem gewachsen, Wunschkind. Jetzt dürfen wir uns theoretisch in dem Hub bewegen, genau. Das ist so eine Besonderheit an dem Spiel, es gibt hier dieses Hub, wo man mit den ganzen Superhelden reden kann und sich mit denen anfreunden kann. Was dann auch noch weitere Auswirkungen auf das weitere Geschehen hat. Oh, die läuft aber schnell. Oh, anscheinend gibt es auch Sachen zu finden, oder wie? Arkan-Schlüssel verfügbar. Ich habe keinen Schlüssel. Okay. Gibt eine Karte. Och. War größer als ich dachte. Arcanes Level. Gibt's hier noch alles? Superlink, Helden. Aber im Moment nur die beiden. Die genau gleich stark sind. Es gibt Inventar, Ressourcen. Reagenzen, Meisterwerke, Sammlung, Geschenke, Questgegenstände und Kampfgegenstände. Und Einstellung. Alles klar. Na dann. Schauen wir mal, wo die anderen sind. Da unten warten sie doch alle auf mich. Ja. Oder steht sogar auch Team-Freundschaftslevel. Ist noch bei 0. Oh, man kann auch drauf gehen. Das sind seine Karten, die er hat. Ich weiß ja auf jeden Fall, dass Blade ein Damage-Dealer ist. Und unser Hunter eigentlich mehr so der Supporter mit Heilen. Ja. Ich finde zwar ein bisschen schade, dass man das von vornherein nicht festlegen konnte, was für eine Art unser Charakter ist, aber nun gut. Dafür hat man ja andere Helden. Wie auch immer.
Ich würde nicht darauf bauen, dass das noch einmal funktioniert. Ja, wissen wir. Ich versuche nur zu helfen. Kann mit jedem reden? Wie? Ja. Indem du hier draußen ein Auge auf die Dinge wirfst, während drinnen die hohen Tiere über das Schicksal der Welt entscheiden? Irgendwer muss ja den Kindertisch beaufsichtigen. Babysitten oder nicht, du weißt schon, dass du mit den Kindern unterwegs bist, oder? Ouch. Robbie Reyes, ja? Du wirst immer tougher und dann zeigst du sie. Ich wünschte nur, dass mein Bruder Gabe hier sein könnte. Er würde diesen Ort lieben. Ja? Okay, es kann anscheinend nur richtig mit ihr reden. Hunter, du erinnerst dich vielleicht, wir sind uns schon mal begegnet. Ich bin die Hexe, die meine Grabruhe stört. Siehst du? Oder Nico, aber beides stimmt. Und das ist... Robbie Reyes. Oh Mann, ich hätte nie erwartet, dich mal zu treffen. Du hast es drauf. Caretaker hat einiges erzählt. Das ist Eliana. Privet. Und ich glaube, Blade kennst du schon. Natürlich. Caretaker hat die Midnight Suns reformiert. Wie hast du... Eure Kraft. Ich spüre sie. Wie immer. Tja, willkommen zurück. Ich schätze, wir... Ich war nie weg. Aha. Dann können wir uns die Tour ja schenken. Die Abtei ist halt, naja, die Abtei. Das Minimum. Yep. Betten, Warroom, Bücher, ein paar Chill-Ecken und, was auch immer. Das wollte ich auch noch erwähnen, wenn es zu weit ist. Aber für ein transianisches Spukschloss auf der Verfügung. Aber danke für die Info. Salem ist das ganz kuschelig. Natürlich haben wir dennoch einiges verbessert. Fürs WLAN können wir Robbie danken. Oh, und eins noch. Wir haben ein paar neue Hausgäste. Wenn du uns schon witzig findest, warte, bis du die triffst. Apropos, wir sind da. 10 Minuten allein. Das Clubhaus. Und du weißt, was ich meine. Oh, muss los. Die Show beginnt. Spiegeltafel, wähle eine Mission. Darf ich mich hier mal umgucken, oder? Was ich zum Beispiel auch witzig finde, ist, dass es sowas wie einen Buchclub gibt. Hier brauchst du überall diese arkane Schlüssel. Vermute mal, wenn du da im Arkan-Level steigst, kriegst du die. Ich besitze übrigens die Legendary Edition. Wo sind denn meine ganzen Bonusgegenstände eigentlich? Geht's denn hier hin? Das. Feuerstab. Funken tanzen in den trüben Kristall. Die Oberfläche glüht wie flüssiges Feuer und ist fast schon zu heiß zum Anfassen. Prüfen aus Rauch entsteigen dem Kern aus Obsidian und lösen sich dann wieder auf. 5 arkanes Wissen. Aha. Also es gibt so eine Art Sammelgegenstände. Die Kraft. Elektrische Energie entlädt sich im Tor, während der Mjölnir schwingt. Diese Karte verkörpert große Tapferkeit und den Mut, das eigene Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Oh, man kann auch Karten finden. Anscheinend. Tarotkarten. 1 von 22. Vervollständige Gegenstandssammlung, um spezielle Belohnung zu erhalten. Okay. Ja, ein Tagebuch. Schön. Also hier kann man ja alles anquatschen. Faszinierend. 5 Symbole, die in einer Reihe angeordnet sind. Die Reihenfolge ist vermutlich wichtig. Aber ich kann da nichts umstellen. Nee. Sonderbar. Nö, nee, brauchst dich nicht zu entschuldigen. Alles gut. Oh, hier gibt's sogar eine heiße Quelle. Nicht da rein? Nee, schade. Wasserstab. Dieser blau-schwarze Topas ist kein gewöhnlicher Stein. Er erinnert einem fast schon durch die Finger. Was? Rinnt einem fast schon durch den Finger. Schon spät. In der Hand hält. Der Geruch erinnert stark an einen Strand bei Ebbe und wenn man ihn das Ohr hält, kann man das Rauschen des Meeres hören.
Aha. Wie brauche ich denn für ein Arcanes Level? 125. Okay. Ja, okay, aber ich gehe jetzt erstmal zur ersten Mission. Gucken, was da so Schönes auf uns wartet. Gibt's denn hier? Ach, das war Lilith? Sieht ein bisschen aus wie ein Albumcover aus den 90ern. Aus den 1690ern. Unglaublich, dass sie Hunters Mutter ist. Cthons Macht kann Ähnlichkeiten durchaus verzerren. Wessen Macht? Die von Cthon, dem Urgott. Ist Cthon der Urgott der Metalbands? Nein. Hat dir wenigstens jemand einen Kaffee gegeben? Ich weiß, dass ich morgens ohne eine kleine Stärkung nutzlos bin. Wir könnten dir wahrscheinlich einfach einen Barista herzaubern lassen. Wir gehen damit ein großes Risiko ein. Du tust so, als würde ich mich darüber freuen. Wenn du dir Sorgen machst, dann sei umso vorsichtiger da draußen. Du hast leicht reden. Nichts von all dem ist leicht, Blade. Ja, sag das mal, Wanda. Für dieses Spiel wurden wohl auch 60.000 Zeilen aufgenommen. Hätte ich bei dem Spiel nicht gedacht. Aber interessant. Prophezeiung hin oder her, es tut gut, dich wiederzusehen. Du hast dich kaum verändert. Und du siehst älter aus. Was für viele Helden. Wie lang war ich in der Gruft, Sarah? Nicht mehr als ein paar Jahrhunderte. Du hast uns gefehlt. Jahrhunderte? Was ist mit Lilith? Von dir zu Fall gebracht. Bis jetzt. Also, apropos Lilith. Tony? Was? Junior hat doch selbst nach Lilith gefragt. Tony? Das bin ich. Tony, das sind Carol und der da Dr. Spooky. Wir helfen. Wobei denn genau helfen? Was weiß ich, das Zauberamulett in den Vulkan werfen, den großen Drachen erlegen? Sag du es uns, Junior. Letzten Endes bist du ja auserwählt. Kannst du dich an die letzte Begegnung erinnern, mein Kind? Da war eine Stimme. Der Rest verschwimmt. Eine Stimme? Mehr nicht? Eine Stimme? Damit sollen wir arbeiten? Die lange Grabruhe zeigt wohl Folgen. Kaum ein Problem. Mein Sanktum hat alles, was nötig ist, um der Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Ich bitte Wanda, die notwendigen Rituale vorzubereiten. Was? Nur die Mailbox? Von wem, Meister der Magie? Wahrscheinlich mystische Störungen, verursacht von deiner kleinen Taschendimension. Vielleicht kann Agatha helfen. Darf ich? Alatu. Wow, was für ein Netz hast du da laufen? Das allsehende Auge Ereshkigals. Eingefasst in magisches babylonisches Seelenglas. Wir sagen einfach Spiegeltafel. Wanda! Eine dunkle Macht stimmt gegen die Barriere. Steven, wo bist du? Unmöglich. Nichts auf der Welt könnte dieser Barriere schaden. Wanda ist in Gefahr. Wanda ist gefährlich. Ich gehe. Du wirst natürlich meine Hilfe brauchen. Dann nichts wie los, Dr. Spooky. Unsere Jagd beginnt jetzt. Typischer Marvel-Humor. Sanctum Symbiotium. Belohnung Gamma Helix, gewöhnlich. Wir haben im Moment nur die eine. Bei allem, was gerade passiert, können wir es uns nicht leisten, den Kontakt zum Sanctum zu verlieren und zu Wanda. Das Sanctum Sanctorum enthält viele mächtige Artefakte, die beschützt werden müssen. Dr. Strange muss ins Sanctum Sanctorum zurückkehren, Scarlet Witch finden und die Schutzbahne stabilisieren. Na dann, let's go.
Ah, drei Helden hat man immer im Kampf. Obwohl ich mir gewünscht hätte, man hätte vier. Aber okay, Helden bearbeiten. Kann ich nicht. Heldendeck. Missionsdetails. Und let's go. Selbst bei den Schwankungen im astralen Spektrum sollte ich etwas sehen. Was hab ich denn auf der Karte? Es sei denn, Bruce hat recht mit der Gamma-Interferenz. Ach, die Kisten werden mir jetzt sogar jetzt angezeigt. Okay. Die Schutzbanne wurden schon einmal aktiviert und ich habe noch nie eine solche Reaktion erlebt. Oder vielleicht doch. Und ich habe diese Zeitlinie einfach gelöscht, um mein eigenes Schicksal nicht zu beeinflussen. Bist du bereit? Ja. Die Prophezeiung der Mitternachtssonne wartet nicht. Und das sollten wir auch nicht tun. Lilith gehört das Darkhold. Wenn sie einmal in mein Sanctum Sanctorum eindringen konnte, kann sie das wieder tun. Du bist ein Meister der Magie. Kannst du ihre Züge nicht vorhersagen? Normalerweise ja. Aber da deine Mutter in das Sanctum eingedrungen ist, fühlt sich die Zukunft für mich irgendwie samtig an. Ist das aus einer anderen Sprache oder... Verschwommen. Meine Vorhersagen sind verschwommen. Zum ersten Mal kann ich als Meister der Magie nicht die Entwicklung der Zukunft voraussehen. Und da mein Lehrling in Gefahr ist, dürfen wir nicht zögern. Keine Sorge, Doktor, wir retten dein Zuhause. Kann sich dein Lehrling gegen Lilith behaupten? Dein Sanctum wird überleben. Dafür sorgen wir. In der Tat. Oh. Das Sanctum Sanctum plus eins hat Herz. Die Jahre so manche Krise überstanden. Leystürme, aufbrausende Überirdische, Probleme mit der Bauaufsicht. Aber diesmal scheint es anders zu sein. Ich zweifle nicht an Wandas Fähigkeiten. Doch ohne meine Weissagungen ist im Notfall auch keine Verstärkung der Schutzbanne möglich. Doch die sind in die Struktur des Sanctum integriert und müssten eigentlich halten. Jedenfalls wird sich zu gegebener Zeit alles offenbaren. Wir sollten sie nutzen, solange sie noch funktioniert. Limbo-Portal, nähere dich dem Podest. Plus 1 Freundschafts-CP. Wir sollten uns beeilen. Da. Wanda kann die Schutzbanne aufrechterhalten, das weiß ich. Aber wir sollten uns beeilen. Wurde Zeit. Zeit allein reicht nicht aus, Mr. Brooks. Zeit, Raum, Realität. Die Bausteine der Magie. Alles muss stabil sein, damit meine Portale funktionieren. Und wie wir wissen, ist das nicht mehr der Fall. Haben wir gehört. Des Öfteren. Andernfalls würde ich immer noch Dread Maidens in meinen Träumen jagen. Ganz recht. Und auch wenn ich diese Aussicht zweifellos genieße, sehe ich nicht, wie das unsere Rückkehr zum Sanctum beschleunigt. Magic ist die Lösung. Nein, wie ich gerade erwähnte, ist Magie das Problem. Deine Magie. Nicht unsere. Der Boden, auf dem du stehst, existiert in zwei Welten. Ein mystischer Ankerpunkt für Ilyanas Welt, der es ihr erlaubt. Ach, soll sie es dir zeigen. Sie ist auf jeden Fall eine X-Men. Kann ich mit dir noch reden? Was? Du hast zuvor noch nie ein Portal gesehen? Na gut. Du schwebst im Limbo. Nexus aller Realitäten. Real oder nicht? Eine Geheimwelt des Chaos. Jenseits des Einflusses von Lilith. Bis jetzt. Bist du dir da sicher? Denn ich spüre eine ganze Menge. Dunkle Energie. Du fühlst dich beobachtet. Krasser Höllenschlund-Vibe. Ja. All diese möglichen Realitäten zugleich? Beeindruckende Leistung, Miss Rasputina.
Besonders in solch jungem Alter. Wenn du das irre findest, warte, bis du Manhattan siehst. Ab hier kann Magic Tore öffnen, die zu jedem Punkt des Planeten führen und darüber hinaus. Wir wollen die Schutzbanne des Sanktums nicht zerstören, Doktor. Darum haben wir einen sicheren Ausgang ein paar Blocks weiter gewählt. Könnte kaum schlimmer werden als letztes Mal. Das war's. Ah, die reden sehr viel. Ja, für sie ist das alles neu, ne? Tja, immerhin wissen wir, dass die Schutzbanne noch halten. Noch. Vorerst. Wir beeilen uns lieber. Arm Alpha in Position. Hydro-Offizier. Hier kommt niemand durch. Willkommen in New York. Welt ist cool. Besiege alle Gegner, um den Kampf abzuschließen. Das als gute Neuigkeit zu bezeichnen, aber ich sehe nur minimalen Hydra-Widerstand zwischen dir und dem Sanktum. Das täuscht vermutlich. Diese Fußsoldaten stecken garantiert nicht hinter der Störung der Schutzbanne. Rückwerfen. Angriffe mit dem Schlüsselwort schnell erstatten dir die Aktion zurück, wenn du damit einen Gegner K.O. schlägst. Setze schnelle Karten gegen Schergen ein, um sie garantiert K.O. zu setzen und deine Karte zurückzuhalten. Das ist nicht schlecht. Ja, viel Energie jetzt. Er ist ein Schärke. Treff ihn, ja? Dann nimm mal ihn. Beim Willen der alten Götter. Sogar die Mutter der Dämonen ist gelegentlich Aktion erstattet. Auf angeheuerte Kräfte zu verlassen. Okay, jetzt keine Blade. Schnell. Verkettung. Achso. Ja, hat echt viel Energie, ey. Jetzt kommt's. Zu deiner Mutter. Nett. Machen wir zurückwerfen. Dir ist wohl nicht klar, in welchen Schwierigkeiten du steckst, Kumpel. Eine Aktion habe ich dann noch. Hier eine Karte, die den nächsten zwei Schadenskarten wenden zweimal Blutung an. Machen wir mal. Das habe ich gebraucht. Alles klar, dann sind die dran. Wir werden nicht scheitern. Boah, gut Schaden. So leicht wird man mich nicht los. Würde sich für deine Schwäche schämen. Da hat wohl jemand Hilfe angefordert. Ja, klar. Die Kammerwerte in der Gegend nehmen weiter zu. Gehen wir mal davon aus, dass das nicht gut ist. Gamma hin oder her. Ich spüre hier die Hand meiner Mutter am Werk. Alle Heldenfähigkeiten, die Schaden verursachen, haben eine Chance, kritisch zu sein, wenn sie gezogen werden. Kritische Fähigkeiten verursachen erhöhten Schaden. Die Chance einer Fähigkeit, kritisch zu sein, wird vom Wert Chance auf kritisch eines Helden bestimmt.
Der zusätzliche Schaden, den eine kritische Fähigkeit verursacht, wird vom Wert kritischer Schaden eines Helden bestimmt. Ja, geht mir ein bisschen auf den Sack. Weg mit dir. Nett. Ich bin überrascht, dass alle noch leben. Kein Zurückstoßen, gell? Ey, schade. Wird auch Zeit. Na, das war ja was. Die hab ich wiedergekriegt und dann machen wir gleich noch einmal hier auf ihn und dann ist der weg. Overkill. Levelaufstieg. Ich werde jeden Tag besser. Ja, du bist ja auch cool. Können wir mal Dr. Strange heilen. Bin mal so frei, oder? Was war das? Na komm, wir heilen. Das Licht ist auf unserer Seite. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Oh, ich kann ja. Ach ja. Immer ihn. Los geht's. Die Umgebung zu benutzen ist echt sehr, sehr vorteilhaft. Los geht's. Ah, das war's dann, glaube ich. Ja. Das war nicht geplant, aber okay. Streben nach Reichtum und Macht. Mit einem Hauch von Faschismus. Hydra wird sich nie ändern. Sobald ein Held ein Manöver einsetzt, kann er sich mit einem Manöver immer wieder neu positionieren, bis einer der Helden eine Fähigkeit einsetzt. Aha. Na gut. Dann lass mal ihn jetzt. War ja klar. Du wirst es bereuen, keine Verstärkung. Gegenübergetreten zu sein. Wanda ruft mich. Ich fühle, wie sie kämpft. Ich muss mich konzentrieren und. Gut. Keine Angriffskarte. Doch hier. Wie ich sehe, hat sich bei den Fanatikern der Welt nicht viel geändert. Folge mein. Das dürfte mir im Kampf helfen. Ja. Kraftvolles Zurückwerfen. Ich kann ja auch in den Helden reinwerfen. Man kriegt aber auch Schaden. Oder ich mach es so. Du warst zu schwach für diesen Kampf. Sind denn jetzt meine Helden im nächsten Kampf wieder geheilt? So fehlgeleitet sie auch sind, denk dran, Hydra sind noch Menschenhunter, nicht Lille. Wie war das? Das Blut der Mutter fließt durch unsere Adern. Die Mutter ist ewig. Hydra ist ewig. Ganz sicher. Wanda! Barriere wird schwächer. Sie darf nicht fallen. Wird das hier aber überhaupt nicht gefallen? Nope. Ich regle das. Oder nicht. Sollst du deine Magie nicht
einem. Wir sind dem Ruf der Mutter gefolgt. Wir sind der Untergang all ihrer Gegner. Und du, unser Fluss. Venom. Besiege den gefallenen Venom, um die Mission abzuschließen. Die Symbiotenbindung von gefallenem Venom können gebrochen werden, indem du sie mit Heldenfähigkeiten angreifst. Aber Leute, das wird jetzt ein Cliffhanger für euch, weil ich beende jetzt meinen Stream. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt, reingeschaut in wahrscheinlich Final Fantasy 7 Crisis Core. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal.